Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Lesung aus Der Kaufmann und der Papagei. Jenes wunderbare Geschichtenwerk mit orientalischen Geschichten in der Psychotherapie, das von Nosrat Pezeshkan jetzt vor 40 Jahren, geschrieben wurde und seither unzähligen vielen Menschen geholfen hat. Und das Besondere immer wieder ist der transkulturelle Ansatz. Und dazu lese ich heute eine besondere Geschichte, die heißt Ein Dachgarten und zwei Welten. Auf dem Dachgarten eines Hauses schliefen in einer Sommernacht die Mitglieder einer Familie. Die Mutter sah, voll Missgunst, dass ihre nur widerwillig geduldete Schwiegertochter und ihr Sohn eng aneinander geschmiegt schliefen. Diesen Anblick konnte sie nicht ertragen, weckte die beiden Schläfer und rief: »Wie kann man nur bei so einer Hitze so eng zusammenschlafen? Das ist ungesund und schädlich.« In der anderen Ecke des Dachgartens schliefen ihre Tochter und der verehrte Schwiegersohn. Beide lagen voneinander getrennt, mindestens einen Schritt weit auseinander. Fürsorglich weckte die Mutter die beiden und flüsterte: »Ihr Lieben, wie könnt ihr nur bei dieser Kälte so weit voneinander liegen, statt euch gegenseitig zu wärmen?« Dies hörte die Schwiegertochter. Sie richtete sich auf und sprach mit lauter Stimme wie ein Gebet folgende Worte: »Wie allmächtig ist Gott! Ein Dachgarten und ein so unterschiedliches Klima!« Haha. Ihr Lieben, damit ist die Geschichte von heute zu Ende. Ihr könnt also praktisch ausschalten, wenn ihr wollt. Aber ich möchte gern noch ein paar Worte dazu vorlesen, die Nosrat Pezeshkan dazu geschrieben hat. Und ihr erinnert euch daran, das war 1979. Die transkulturelle Problematik in der Privatsphäre, Arbeitswelt und Politik gewinnt heute immer mehr an Bedeutung. Bei der sich andeutenden Entwicklungslinie ist zu erwarten, dass die transkulturelle Problematik eine der wesentlichen Aufgaben der Zukunft sein wird. Während früher Menschen verschiedener Kulturkreise durch große Entfernungen voneinander getrennt waren und nur in Ausnahmefällen miteinander in Kontakt kamen, ist in unserer Zeit durch die technischen Möglichkeiten die Kontaktwahrscheinlichkeit unvergleichlich erhöht worden. Schon beim Aufschlagen der Tageszeitung überschreiten wir unseren engeren Lebensraum und nehmen Kontakt zu Problemen anderer Menschen auf, die aus anderen Kulturkreisen und Gruppen stammen. In der Regel verstehen wir diese Ereignisse dann so, wie wir es von uns und unserem Denken her gewohnt sind und sind leicht bei der Hand, die anderen wegen ihrer vermeintlichen Rückständigkeit, Naivität, Brutalität oder unverständlichen Sorglosigkeiten zu kritisieren, belächeln oder verdammen. Unser Kontakt mit fremden Kulturen wird jedoch nicht nur über die Presse vermittelt, sondern geschieht hautnah. Gastarbeiter wohnen im gleichen Haus. Heute würden wir sagen, Flüchtlinge wohnen in der Nachbarschaft. Am Arbeitsplatz stehen wir neben einem Angehörigen einer anderen Kultur. Und wenn wir Urlaub machen, reizt vor allem das Anderssein des fremden Landes. Allerdings laufen diese Kontakte nicht immer problemlos ab. Vielmehr entwickeln sich alle Arten von Unverständnis, Angst, Aggressionen, Misstrauen, Vorurteilen, die sich bis zum Gruppenhass hin steigern können. Beim transkulturellen Vorgehen beschäftigen wir uns mit den in einer Kultur gültigen Konzepten, Normen, Wertvorstellungen, Verhaltensstilen, Interessen und Perspektiven. Gerade hier besteht eine Gefahr, der das transkulturelle Vorgehen in doppelsinniger Weise ausgesetzt ist. Die mit dem transkulturellen Vorgehen verbundene Typisierung der Deutsche, der Perser, der Orientale, der Italiener, der Franzose und so weiter und so weiter kann zu Stereotypen und Vorurteilen führen. Aus diesen Gründen erscheint es wichtig, sich bei transkulturellen Beschreibungen immer vor Augen zu halten, dass man es hier mit Typisierungen zu tun hat, also mit Abstraktionen
oder statistischen Mehrheitsverhältnissen, die jederzeit Ausnahmen zulassen und durch den Einzelfall und geschichtliche Entwicklungen widerlegbar sein können. In diesem Sinne sind Paradoxien möglich, denen wir ohne weiteres begegnen können. Zum Beispiel der preußische Orientale, der es mit der Pünktlichkeit, Ordnung und Genauigkeit sehr ernst nimmt. Oder der orientalische Preuße, der mit seiner toleranten und laxen Auffassung von Pünktlichkeit durchaus in die Atmosphäre eines orientalischen Basars passen könnte. Und genauso wie es Kulturkreise gibt, gibt es auch Erziehungskreise, in deren Rahmen jeder sein eigenes kulturelles System entwickelt, mit dem er auf andere Systeme stößt. Das Prinzip der transkulturellen Probleme wird somit auch zum Prinzip der zwischenmenschlichen Beziehungen und der inneren seelischen Konfliktverarbeitung. Es wird zum Gegenstand der Psychotherapie und hier ganz besonders der positiven Psychotherapie. Damit, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag. Denkt daran, heute ist Afrikatag und aus Anlass des Afrikatages werde ich mit meiner Familie und mit einer Freundin zusammen heute Nachmittag die Ausstellung Wildnis in der Schirn in Frankfurt besuchen. Ich sehe euch morgen wieder, wenn ich eine neue Geschichte vorlese und wenn ihr Erfahrungen mit der Geschichte heute, ein Dachgarten und zwei unterschiedliche Welten habt, dann schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare. Bis dann. Ciao.